südlichsten Mecklenburg-Vorpommern in der Region, Ruhner Berge, liegt das Dorf Pampin. Hier findet sich der Skulpturenpark und das Kulturforum Pampin. Am 9. Juli feierten die Begründer, das Ehepaar Ortrun und Wolfgang Vogt, mit vielen Enthusiasten das 10-jährige Jubiläum. Und so hat alles einmal begonnen. Also 2003 hat es angefangen. Und zwar haben wir das hier per Zufall entdeckt an einem wunderbaren frostigen Januartag. Also mitten im Winter sind wir mal über Land gefahren, haben wir uns umgeschaut und haben hier Pampin gesehen und waren sofort entflammt. Haben sofort gewusst, das müssen wir erwerben. Erstmal für privaten Gebrauch von Hamburg aus. Nicht, wollten wir hier einfach nur den Sommer verbringen, mal Wochenende und Wochenenden. Und dann ist daraus eben was ganz anderes geworden. Zusammen mit ihrem Mann, dem Friedens- und Konfliktforscher Wolfgang Vogt, entstand die Idee für ein Kulturzentrum. Seit 2007 bietet das Ehepaar jedes Jahr einem Künstler die Möglichkeit, im Park neue Kunstwerke zu schaffen und dauerhaft zu präsentieren. Zur Buga 2009 in Schwerin organisierte Wolfgang Vogt einen Skulpturenkorso in Parchim. Er initiierte Projekte gegen rechte Gewalt an Schulen der Region. Im Jubiläumsjahr hatten die Vogts für ihre Gäste eine weitere Überraschung parat. Die Eröffnung der ersten Pampin-Halle, einer ständigen Kunstausstellung in Pampin, mit einer außergewöhnlichen Idee dahinter. Das ist eine Mischung zwischen Ausstellung, zwischen Galerie. Es soll ja auch verkauft werden. Wir wollen die Künstler unterstützen. Das ist ja ein wesentliches Anliegen, denen geht es oft schlecht und wollen eine Plattform bilden. Und es ist auch wie eine Art Museum, man bekommt einen Überblick über verschiedene zeitgenössische Positionen der Kunst. Die ausgestellten Kunstwerke bestechen durch Qualität und Ausdruckskraft. Da ist zum Beispiel die in Berlin lebende chinesische Künstlerin Pinguin. Sie spinnt filigrane Netze durch Räume und auf Papier. Ich habe irgendwann verstanden, dass die Energie, die Kraft, liegt nicht von dem Maß, sondern von der Seele. Besonders eine Energie, was ganz zart ist, ganz leise ist, aber trotzdem ganz kräftig ist. Das hat oft man versehen. Aus Mecklenburg-Vorpommern kommt Britta Mattis. Sie präsentiert unter anderem Radierungen, die sich dem Blick von oben nach unten widmen und Strukturen erkennen lassen. Auf diesen Blättern kommen ganz oft auch Personen vor, Menschen, die logischerweise dann auch einen Schatten werfen oder auch nicht, je nachdem, wo sie stehen. Und irgendwann wurde das für mich der Hauptgegenstand des Bildes. Nämlich war der Anlass, dass ich in Warnemünde auf dem Leuchtturm stand und die große Fläche vor mir hatte, wo keine Bausubstanz drauf war, aber viele Menschen und die ganz eigenartige Schatten warfen. Tina Schwichtenberg hat faszinierende Arbeiten mitgebracht. Eine Serie beängstigender Maskenmenschen setzt sich mit den Panama Papers auseinander. Der Skandal um versteckte Gelder in Milliardenumfang beschäftigt noch heute Medien und Gesellschaft. Ja, es hat mich so geärgert, das, was ich in der Presse neulich gelesen habe. Ich war richtig wütend, weil wir wollen einen funktionierenden Staat haben mit tollen Schulen und tollen Universitäten. Und dann passiert sowas, da kann man doch nur wütend werden. Und da habe ich gedacht, also ich muss da irgendwie künstlerisch drauf reagieren. Die Vogts aus Pampin haben eine Vision. Kunst und Kultur sind dabei Mittel zum Zweck. Sie zeigen Menschen Bleibendes und regen zum Denken, zur Wiederkehr und zum Bleiben an. So kommt neues Leben in eine Region, die einige schon längst abgeschrieben hatten.